Okay. Oh, läuft gut. Erstmal kurz Gehirn drehen. Heute hat mich mein PC ja voll geschockt. Die letzte Mission, die fast 2 Stunden gedauert hat, hat mein PC irgendwie nur ruckelnd abgespielt. Dabei lag es, wo der Aufnahme ist, und dann der PC hat einfach nicht die Kraft gehabt, es mir gerade anzuzeigen. Unglaublich. Okay, was muss ich denn machen? Irgendwie hat OBS echt Probleme mit Pharao, was das Abspielen angeht. Okay, die Pyramide muss hier rüber. Da hätten wir Stein und da hätten wir Stein. Getreide und Gerste, wieder nur so ein Rotz. Oh, wieder nur Farmen? Das ist alles? Puh. Ja. Dann. Machen wir auf jeden Fall hier Häuser hin. Macht die eins rüber. Und nicht so nah ans Wasser kommen, damit die Mücken nicht kommen. Wie ich jetzt erfahren habe. Dass da die Malaria-Gefahr höher ist, wenn man zu nah am Fluss baut. Einfach ein mega realistisches Spiel. Ist echt der Hammer. So, ich mach das einfach mal so. Fangen wir an hier vielleicht so. Platz also für Silo. Ja. Zack. Kalkstein. Das wird mit der Kohle wieder irgendwie nicht so knallen, glaube ich. Man muss sich auf jeden Fall meinen Palast früher bauen, damit ich nicht so viele Schulden habe. Mal kurz. Die kaufen Bier. Das machen wir gleich auf. Die kaufen auch noch Bier. Boah, 1500 zum Öffnen. Das lassen wir erstmal. Kein funktionierendes Dock. Echt? Auf die Idee wäre ich es nie gekommen. Oh, ich muss auch Militär machen in der Runde. Ups. Okay, ich muss das Dock auf jeden Fall eher an dem breiten Fluss hier machen. So. Okay. Ja, Musik. Hallo. Das ist doof, ich muss ja hier auch. Aufgebaut. Alles noch. Vielleicht baue ich es nachher noch um. Mal gucken, so ganz zufrieden bin ich mit der Sache hier nämlich nicht. So, machen wir das erstmal. Da kommen schon die Leute. Vier Götter, habt ihr einen Knall? Oh Gott, vier Götter. Voll übertrieben.
hier gibt es auch noch ein wenig Nahrung. Deshalb würde ich hier vielleicht noch eins aufmachen. Das baue ich jetzt mal anders. Dann machen wir es mal so. Muss ja einfach Platz sparen arbeiten, weil da müssen ja auch das Steinbruch hin. Haben wir jetzt halt sehr nah das Sach, was sie nicht mögen, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Mit einer Straße sollte man es natürlich auch noch verbinden hier, ne? Vieles Guten, oder? Wie eine ganze Götter jetzt. Ja, dass ich Arbeitskräfte jetzt brauche, das ist mir schon bewusst. Ach, der kostet immer so viel, der blöde Palast. Erstmal nur eins, das war fürs Bier. Und hau noch ein paar Bier dazu. Und hau dann gleich auch einen Export mit rein. Halt, falsche Richtung. Erstmal alles weghauen. Dann drehen wir mal ein bisschen auf. Menschen wandern in die Stadt ein, das ist doch schön. Ja, das ist natürlich super optimal hier, Leute. Dass der jetzt Anwerber hier drüber rumläuft und da noch einer. Da wird er niemanden finden. Ein kleiner Tempel bauen. Wer will einen Tempelkomplex nicht mehr? Oder der Fahr. Wie viel Steuern verliert man da eigentlich? 9. Das lohnt sich halt auch gar nicht, einen Palast zu bauen. Da habe ich wieder eins vom Bunde. Das schaffe ich auch jedes Mal, oder? Schlechte Stimmung? Oh, wieso habt ihr schlechte Stimmung? Weil wir viel zu essen haben. Das ist ja auch gut. Sehr viele Steuern gehen verloren. Ja. 18 Leben. Extrem viel. Das ist der Hammer. Ich weiß, sie müssen trotzdem jetzt dann bauen. Ich hau den hier rüber. Ist hier nur ein Kuddelmuddel wegen hier? Aber der macht ja alles schön. Das ist ja gut für die Häuser, die hier drüben halt eh nicht so schön haben.
Wir hatten noch nichts gekriegt, der Reh, ne? Ich weiß, dass ich Arbeitskräftemangel habe. Das wird auch jetzt gleich besser. Nein! Naja, keine Ahnung, ob ich da mehr rausholen könnte. Ich glaube, das wird nicht. Oh, Amber ist schon. Niemand da, um die Waren anzunehmen. Ich weiß, damit ich recht sagen, ich kann eine Pause brauchen. Ich weiß, theoretisch könnte ich es ja stehen lassen, aber. Das ist so traurig. Jetzt Festplatz hin. Hat man das gerade eigentlich alles im Mikro, im Ton? Das husten im Hintergrund, das würde mich mal interessieren. Verpasst es immer drauf zu gucken. So. Oh ja. Verdammt. Ich will da was leisten. So, ich hoffe, jetzt hört man es nicht. Doch, der hustet leider im Schlaf im Moment. Kränklich noch. Osiris. Den brauche ich jetzt eigentlich keine Gärtengradschenke, weil die sich eh gleich wieder zurückentwickeln. Wenn jetzt die Nahrung gleich ausgeht. Ich werde hier dann gleich noch Farm bauen, wahrscheinlich. Danach muss ich auch gleich gucken. Oh, was wollte ich jetzt zuerst? Ich muss aber erst nach Kohle gucken. Ich muss erst dem Import nicht ein bisschen klarkommen. Ich würde jetzt vielleicht hier nochmal Häuser. Das so für die Zisterne? Ja. Dass ich hier. Och Mensch, so wollte ich das doch gar nicht. So, dass ich da Häuser mache. Perfekte Überschwemmung, echt, hätte ich gedacht. Dann kann ich hier ein bisschen noch Ding machen. Sach zum Handeln. Ich muss den Tempelkomplex dann auch noch bauen. Oh Gott. So, und zwar. Da muss ich noch den Import aufmachen. Da muss ich noch den Export aufmachen. Wird man gleich zuerst immer Minus sein? Also das hier brauche ich definitiv. Und... Ja, dachte mir schon. Da auch noch Grabbeigaben machen muss. Lachs. Da oben noch was Besseres nehmen. Ja, jetzt ist es jetzt spät. Okay. Na halt, so.
Geld mehr. Ja, ein Blutplus haben wir gekriegt. Nochmal ein Wechsel. Sieht lustig aus. Ich weiß, ich brauche Arbeitskräfte. So. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Er braucht halt seinen blöden Tempelkomplex. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Gehen wir jetzt einfach mal hier mit hin. Das ist mir jetzt gerade wurscht. Kommt jetzt ja zu den Häusern. Ja, dahin, sonst schützt er mir doch eigentlich hier. Ach, der, ja gut, eigentlich war es doof, der braucht ja 50 Arbeitskräfte, bis die von dahinter. Okay. Gut, das Schilf kommt schon. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich gleich wieder ins Minus durch den Import. Und mal, wie ist denn arbeitskräftemäßig? 17, das geht noch. Für 30 D-Eben bringt mir das gerade. Das ist gar nicht so schlecht. Ist doch besser, dass ich das schon gebaut habe. Jetzt muss ich halt warten, bis jetzt mit der Nahrung jetzt dann mal reinkommt. Bescheuert. Ja, die lieben Schulden. Wird sehr viel Schilf jetzt auch importiert. Das würde jetzt ein bisschen runterziehen, aber die kriege ich ja gleich gern. Und dann kriegen sie noch einen Platz auf die Straßen. Ein paar Plätze, wenn man was nimmt. Und dann hauen wir schon hin. Zu deiner Arbeitskräfte. Okay, göttermäßig, ja. So, dass es passt. Aber werde ich bald aufrüsten müssen. Jetzt warten wir mal auf die Nahrung. Ich weiß endlich wieder, wie ich mute. Meine Hotkeys wieder umgestellt. Und regelmäßiges Niesen kann ich jetzt wieder weghauen. Ich habe leider eine Katzenallergie und zwar Katzenallergie, deshalb ist es bei mir immer ein bisschen schwierig. Aber die Katzen waren leider vor der Allergie da. Okay, Zeit für die Ernte. Kommt schon, kommt schon. Oh, ich habe glaube ich eh zu wenig Silos. Das ist natürlich gerade für Chip, was ich hier mache, ne? Aber wie es aussieht, das Getreide fährt alles los. Das ist nur Stroh, was nicht losfährt.
volle Kanne im Minus. Weil es auch noch Flachs importiert worden ist. Aber wenn es jetzt gleich mit den Exporten losgeht, dann sollte sie sich ein bisschen relativieren, hoffe ich doch. Vor allem habe ich jetzt gleich mehr Arbeitskräfte. Damit mehr Einwohner und... Oh, verdammt. Verdammt, doch Mist. Ich habe da voll blöd gebaut. Ja, das war so dämlich. Naja. Ja, viel Nahrung war das jetzt leider nicht. Muss ich sagen. Zumindest mit dem Bier schaffen sie und hier schaffen sie. Und ich bin auch... Es ist ein bisschen weiter hochgegangen. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht geliefert wird. Das ist halt am Anfang, wenn so viel Flachs und Schilf importiert wird. Das ist natürlich unser Arg. Braucht eure Gärten, das liegt gar nicht anders hier. So, ihr seid doch jetzt relativ zufrieden, oder? Nee. Ja, mein Essen ist schon wieder ausgegangen. Ich muss noch Farmen bauen, aber ich habe doch kein Geld. Eine schöne Überschwemmung. Danke, Osiris. Ich weiß, ich habe keine Arbeitskräfte und ich habe kein Geld. Und ihr sollt nicht darum laufen. Ja, meist anders. So. Leg ich mir nee. Ich möchte da haben. So. Einfach nur, weil... Wenn ich ihn dahin gebaut hätte, hätte ich die Straße hier lang machen müssen. Das heißt, ich hätte den Bewässerungskram hier lang führen müssen. Da fehlt mir hier ein Feld, wo ich die Farben noch weiter bauen möchte. Also wir gehen auf jeden Fall weiter Richtung Plus. Das ist auch gut, weil ich muss langsam nämlich auch... Ah, jetzt kann ich die Akademie hier jetzt aufbauen in der Runde. Damit die gleich ein bisschen stärker sind, die Leute. Man kann sogar Mauern und Zeug bauen. Boah. Das ist aber eigentlich ein schlechtes Zeichen meistens. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Oh, Scheiße. Ja. Ach, halte mal. Ich muss aus den Schulen raus. Die Königreichwerbung zu weit sinken, kommt der Pharao mit seiner Armee. Das wäre ein bisschen doof. Aber die Götter muss ich halt auch hochkriegen. Naja, jetzt guck ich mal, ob die Tempel reichen. Nee, reicht nicht. Scheiße.
in Mainz hoch. Ich hoffe, es sind nicht unzufrieden dann dadurch. Es wird besser. Ich habe ja auch gar nicht so viel Platz eigentlich dafür, ne? Wenn ich das mal so anmerken darf. Okay, warten wir mal kurz. Und hab's wieder geschafft, war ja klar. Okay, mit der Nahrung soll es jetzt eigentlich klappen. Hätte ich mal behauptet. Ich bin zu weit im Minus, ich kann jetzt kein vorbauen. Ich hätte mal speichern sollen, nicht Dackel. Ich habe noch nicht mal gespeichert. Naja, aber es ist schön, dass die Missionen kniffliger werden. Also das auf jeden Fall. Was braucht die Pyramide? Nur Kalkstein? Boah. So viel einfacher Stein, ernsthaft? Okay. Dass die Arbeiter schon mal was schaffen können, während wir es auf die Felder mit brauchen. Oh, ich bin im Plus. Ich bin im Plus. Das Problem ist, dass die Force halt echt 1000 kosten. Das kosten Kriegshäfen. 600 und ich brauche einen Werft dazu. 350 und ich muss Holz importieren. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gleich geerntet wieder. Ja, der hier hat sich jetzt natürlich nicht mehr so gelohnt. Entschuldigung. Ah. Müssen wir mal kurz gucken, ob mein Steuereintreiber überall hinkommt. Ja, ne? Definitiv. Wie sieht es feuermäßig aus? Also, Architekt passt. Feuer. Ist dann wahrscheinlich bald. Hier muss ich weiter nach unten setzen. Schulden, ja. Also wenn wir Glück haben, Vorräte für 13 Minuten. Sieht es jetzt gut aus. Die Leute lieben sie. Das ist doch, eigentlich heißt es doch, ich kann noch eins hoch. Und hier ist auch einigermaßen okay. Wobei gleich mehr Bevölkerung kommt, dann brauche ich aber wieder mehr für die Güter. Oh, ich habe schon wieder... Warum vergesse ich die denn jedes Mal? Das muss mir echt mal einer erklären. Das verstehe ich einfach nicht, warum ich das immer vergesse. Ups. Die Gesundheitsversorgung habe ich irgendwie nicht mehr, nie im Blick. Weiß nicht. Irgendwie klappt es bei mir nicht so. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Habe ich sogar hingekriegt. Habe ich richtig toll gemacht. Naja.
Leute sind noch zufrieden, okay. Schon mal gut. Ich lasse das Holz einfach stehen. Ich habe jetzt keinen Platz, um euch mal ein Lager zu bauen. Schwemmung bleibt aus. Oh, ich muss als Plus, ich muss doch Kriegsleute bauen. Ja, Wasser hier war gerade aus. Ah, ne, da. Sieht schon merkwürdig aus. Ja, manchmal sind ein bisschen Grafikbugs drin. Wie jetzt. Ah, das ist eine Farm, die man da sieht. Ein Stück von der Farm, glaube ich. Schulden. Wir haben schon wieder Schulden. Nicht mehr! Papyrus wird weggebracht. Gut. Wie kostet es vor? 1000. Sollte ich zumindest mal Bogenschützen schon mal eins bauen? Ja. Na gut, im Endeffekt kann ich es nur. Ich muss jetzt Höhlen hin, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich einen Pilz habe. Gewöhnlich ist fest, ja. Schönes Seetbild. Tut schon mal alle Beschützer, die in fremden Ländern kämpfen. Wir müssen auch noch nie irgendwie Armeen wegschicken, das ist auch schon mal schön. Aber mir graut schon davor, wenn ich jetzt da Kupfer importieren soll, oh Gott. Ich brauche immer noch Arbeitskräfte. Ich baue jetzt definitiv auch noch ein Silo. Und schon wieder Schulden. Segnung fürs Bauprojekt. Ja! Schön. Das sieht doch gut aus. Dankeschön. Lieber Gott. Ja, ich brauche dann Unterhaltung. Ja, doch, Nahrung muss reichen, auch wenn ich sie jetzt ein bisschen ausbaue. Observatorium passt hier oben nicht hin, deshalb kriegt man hier eine Jongleurschule hin. Und hier kriegen wir ein Konservatorium hin. Akademie kann ich mir einfach leisten. Keine Chance gerade. Eine verdammte Chance. Sie wieder bewohnt nach der Seuche, immerhin. Ganz schön viel Leinen, dann werden die mal verkauft hier. Golden. Boah, das ist echt schwierig, bis ich das mit dem Handel mal gefangen hatte, ey. Ach, was sollte natürlich auch Sachen bauen, ne? Sonst kommt da natürlich auch niemand her. Ich habe hier nur keinen Platz für irgendwas, ne? Mir fehlt eine. Achso, ihr steigt auf. Ich will ein bisschen Nahrung, ja, der Basar ist halt aus Stückel weg. Schön! Bei euch läuft zumindest mit der Unterhaltung und ihr seid einfach nur ein bisschen unzufrieden. Brauche ich die jetzt? Die kostet halt echt viel, ne? Ja. Genau, also die verbessern jetzt quasi die Fähigkeiten von den vom Militär.
Gut, perfekte Überschwemmung. Dankeschön, jetzt muss ich mal gucken. Der Reh ist ein bisschen unzufrieden, der Krippen fest. Ich würde ihm auch noch gerne irgendwo einen Tempel hinsetzen. Wo setze ich den Tempel hin? Da oben mit dazu. So, dann brauche ich ein Warnlager dann für den normalen Stein. Mal hier hin. Und eigentlich brauche ich jetzt dann auch noch für da könnte man nicht auch das Holz reinmachen. Das ist zwar dann halt ein Stück entfernt, aber mein Gott. Nee, das ist zu weit weg dann von den Zimmermänner. Was mir gerade auffällt, mir sollte hier auch schon mal ein bisschen was in ein Lager schaffen. Aber wenn der Pharao wieder Getreide fördert, haben wir sonst echt ein Problem. Immer noch Leutmangel, oder? Nee, Arbeitslosenquote habe ich. Wir schicken mal ein Geschenk los. Damit die Königreichwerdung auch wieder schön hochgeht. Okay. Dann soll ich. Wer oft brauche ich dann noch im Kriegshafen? Oha. Da passt eins hin. Mist, da hätten zwei hingepasst, wenn ich. Ah ja, da oben passt auch noch was hin. Habe ich den Weg da noch? Ja. Den Kriegshafen mal. Okay. Hier kann ich dann noch einen und hier. Das Problem ist, der wirkt sich natürlich auch negativ wieder hier aus. Dann kriegen die halt einen schönen Platz vor dem Zimmer auf die Straße und dann passt das schon. Vielleicht einfach nur ein Wahler für Gerste, ne? Naja. So ist es jetzt halt. Halt, ob ich die weiter aufwerten will. So, dann machen wir mal ein paar Steinbrüche. Müsste eigentlich erstmal reichen, dadurch, dass ich viel einfach an Stein am Anfang brauche. Dann muss ich ja erstmal aufbauen. So, dann importiere ich jetzt aber mal ein bisschen, kleines bisschen Kupfer. Oh nein! Ist doch auch wieder Geld. Boah, Kupfer kostet halt einfach Kupferkostenvermögen und Holz kostet, glaube ich, auch relativ viel. Ja, jetzt sind wir gleich wieder Minus, ich sehe schon. Das war zu erwarten. Na, ja, hier ist halt immer ein bisschen. Aber hier dürfte eigentlich nichts sein, hallo? Naja, es geht aber da runter. Okay.
26 Arbeitslose nur. Das heißt, ich müsste hier dringend auch auf Armee auf Töpferei gehen. Boah, wo baue ich denn das wieder hin, ey? Ich finde es hier echt ein bisschen schwierig mit dem Platzmangel. Ich könnte hier passieren Warenlager hin, ja. Dann ist das nämlich relativ nah am Dock. Und vom Bazar her müssten es auch alle gerade herschaffen. Wobei, ich mach's hier hin. Ein bisschen Sorge, dass es denen vom Bazar her dann sonst ein bisschen zu weit ist. Ihr kauft mal bitte gar nichts. Es ist auch so, die Bazar, die kaufen jetzt auch noch eh keine Leinen, weil sie es nicht brauchen. Es wird wirklich erst dann gekauft, wenn sie die Häuser dann Bedarf eben dafür haben. Ach, du Getreide. Ich wusste doch, dass ein guter Plan ist, da was zu lagern. So. Wir importieren ein wenig Ton. Ja, es ist halt gerade. Gut, ich bin halt jetzt schon ins Minus. Es ist halt auch Holz gekommen, ne? Kupfer ist gekommen. Das ist einfach viel zu viel. Und mit dir? Leg mal los. Ach, der schafft was. Den sieht man noch nicht. Okay. Ich möchte jetzt eigentlich auch das Infanterie vorbauen, Leute. Ich muss das jetzt auch, glaube ich, machen. Auch wenn ich im Minus bin. Ja, da stand ja auch schon was von Armee. So. Also, man sieht jetzt hier durch diese Akademie sind die jetzt schon von der Erfahrung her auf ausgebildet, also höher. Aber die Moral leidet halt drunter. Also die sind halt sehr draufgängerisch. Kann sein, dass sie mir irgendwann halt immer gehorchen machen, was sie wollen. Wow, Ton ist sogar schon gekommen. Nicht schlecht. So, ich muss ein bisschen Kohle kriegen, Leute. Wurde gerade Flachs importiert. Das wird natürlich jetzt wieder schlechter. Mann, denn jetzt den einfachen Stein rein. Müsste mich reichen. Wie sieht's aus hier? Alles gut. Gut, solange ich keine mehr Bewohner kriege, hat sich ja da nichts getan. Und? Müsste es gleich besser werden. Sobald ich Töpferei habe, werden sich die hier aufwerten. Brauchen eigentlich jetzt auch einen Platz. Oh. Dankeschön. Überall halt die Strohkarren stehen. Niemand da, um die Waren anzunehmen. Mir soll's recht sein. Ich kann eine Pause brauchen. Ein Kriegsschiff haben wir. Auf jeden Fall zu wenig. Zu wenig. Wenn wir jetzt übers Wasser kommen, wird's schwierig. Hau ich den jetzt schon? Wie weit ist denn die Armee noch weg? Was machen die da oben eigentlich noch? Ich sehe die Armee noch gar nicht auf der Map.
Schulden. Ja, ich habe wieder Schulden. Das ist so schön. Jetzt bin ich wieder im Plus. Ach ja, ich weiß, dass ich Schulden habe. Gut, hier werten sie sich jetzt auf. Das ist... Ich muss da jetzt... Es geht gar nicht anders. Das kostet zwar jetzt einen Haufen Geld, aber... noch ein Jahr. Also Kriegshafen bauen. Problem ist, ich muss den halt hier... Ich muss hier an die Häuser bauen. Ich habe sonst nirgends eine Chance. Da hätte ich halt zwei machen können. Aber Heldenfährhafen hier machen müsste, hätte die Werft hätte nicht gepasst. Das spielt keine Rolle. Ich muss aber leider hier an die Häuser. Sie werden sich trotzdem aus. Sie sind trotzdem zufrieden. Sehr gut. Die bräuchten auch noch einen Platz. Ich muss jetzt mal warten. Sie da immer unten fahren. Finde ich doof. Macht ihr bitte nimmer. Ja, die raffen das immer erst ein bisschen spät, deshalb fahren sie jetzt hier einfach nur drüber. Das werden sie wahrscheinlich alle jetzt noch machen, weil die Route einfach schon vorbestimmt war. Kann ich Kalkstein verkaufen? Aber das lohnt sich nicht. Das kann Oder ist es per Land? Das kommt jetzt drauf an. Nee, das ist per Wasser. Sonst hätte ich es gemacht. Aber ich möchte die Schiffe nicht so lange aufhalten, bis die den Kalkstein dahin transportiert haben. Machen wir mal nochmal Geschenk. Boah, 50% mehr Gewinn für Exporte. Geil, für 12 Monate. Danke, Reh. Danke, danke, danke. Das ist nicht zu unterschätzen. Na gut. Zwar gerade nicht viel zum Exportieren irgendwie, aber naja. Okay, wie sieht's denn insgesamt so aus? Ja, Feinde nähern sich der Stadt. Wir produzieren etwas mehr als wir essen, haben aber Vorräte für 22 Monate. So. Und so wurde der Stadt 8%. Ich bin wieder im Plus, erstmal für kurze Zeit. Ah, es ist doch einfach nur ätzend. Was ist mit dir los? Keine Arbeitskräfte. Boah, ist das so euer Ernst? Problem ist, hier läuft halt auch kein Polizist drunter ein. Müsste ich den jetzt auch kurz selber bauen? Krank werden sie, tun sie ja wahrscheinlich auch dann. Ist ungeschickt. Juhu! Geringe Überschwemmung.